Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Absolutely. So, wir sind das letzte Mal, nachdem wir aus Trutzbucht entkommen sind, was ja leider immer noch gesperrt ist, wieder in Khet Noa angekommen, wo es ja irgendwelche Unruhen gab. Das war hier, Rückkehr an den Hof. Ein Mob einfacher Leute aus dem Volk hat sich vor der Herrenhalle auf Khet Noa versammelt. Sie scheint äußerst erzürnt über etwas zu sein. Gewiss ist das für Scutbins Werk. Marschall Forwell hat gesagt, dass er Neuigkeiten für Scutbins Aktivitäten hat. Er will in der Herrenhalle auf Khet Noa mit mir sprechen. Ja. Scutbin ist hier. Nicht Scutbin. Forwell ist hier. Wie sieht denn so mein Ausbau aus? Ach ja, und um so ein Gefängnisinsassen müssen wir uns auch noch kümmern. Leute, werbe ich jetzt erstmal keine an gerade. Ich baue ja jetzt gerade was? Übungsgelände, um die Sicherheit weiter zu erhöhen. Gut. Yes. Hallo. Bist du Talisa? Ich habe Erfahrung gehalten. Ich habe Kunde empfangen, dass für Scutbin eine Armee von Söldnern am Yen-Waldfeld versammelt. Es scheint, der Disput um Khet Noa kann nicht mehr auf dem friedlichen Wege geklärt werden. Der Graf hat mich geschickt, um ihnen zu helfen, ihre eigene Armee zusammenzustellen, mit der sie dieser Bedrohung begegnen können. Natürlich bin ich lediglich als Berater hier. Der Graf wird in diesem Disput nicht offiziell Partei ergreifen. Warum legitimiert der Graf meinen Anspruch nicht? Es ist eine heikle Situation. Rechtlich gesehen ist Gadbins Forderung zulässig und er weiß es. Eine Adelsfamilie Land und Titel zu nehmen ist gefährlich, vielleicht gefährlicher als den Mann einfach zu töten. Nach Gadbins Tod muss der Graf sich nur um eine mögliche Blutrache durch Verwandte sorgen, denen tatsächlich etwas an fürs Gadbin lag, welche es, wenn der höfischen Gerüchteküche zu trauen ist, kaum zu geben scheint. Aber ein Familienanspruch auf Land oder einen Titel zu verlieren, solche Dispute wecken den Hass eines gesamten Clans und seiner politischen Verbündeten, ganz abgesehen davon, dass sie Unruhe bei den übrigen Adligen hervorrufen. Es wurden schon aus nichtigeren Gründen Kriege geführt. Nein, wenn Gadbins Anspruch abgewiesen werden soll, dann liegt es an ihnen, die Rechtmäßigkeit ihres Besitzes zu beweisen. Dem Erl gegenüber und allen anderen, die Khet Noa beanspruchen. Diese Pflicht hat man als Adlige im Dürrwald. Wenn Sie sonst noch etwas wissen möchten, fragen Sie mich bitte. Wie viel Zeit habe ich? Genug, es heißt, für Scutbin würde eine Reihe unglücklicher und völlig unvorhersehbarer Rückschläge erleiden, ehe seine Armee vollständig ist. Er grinst und zwinkert ihr zu. Ich würde aber nicht so lange untätig bleiben. Ich habe eine Festung mit starken Mauern. Warum lassen wir Gadbins Armee nicht zu mir kommen? Das Gadbin ist nicht völlig töricht. Er wird nicht das Risiko eingehen, Khet Noa zu zerstören, nur um sie zu töten. Und wenn sie sich hinter diesen Mauern verschanzen, kann er ungestört ihre Untertanen terrorisieren. Graf Bedwar wird ihre Untätigkeit im Disput gegen Fürst Gadbin als Zeichen sehen, dass sie nicht bereit sind, ihre Pflichten als Fürstin von Khet Noa zu erfüllen. Wenn sie seine Unterstützung verlieren, wird das schwerwiegende Konsequenzen haben. Fürst Gadbin unmittelbar zu bekämpfen, ist ihre einzige Option. Sprechen wir über meine Armee. Der Marschall nickt. Woher beziehe ich meine Truppen? Ich habe in den Ländern um Khet Noa herum verkünden lassen, dass wir Freiwillige suchen. Hoffentlich erkennen die Leute, dass ihre Herrschaft der von Fürst Gadbin vorzuziehen ist. Alle Gefolgsleute, die auf Khet Noa stationiert sind, werden sie ebenfalls in die Schlacht begleiten. Sie sollten also möglichst viele von ihnen versammeln. Ich habe einen Brief von den Schmelztiegelrittern erhalten. Sie haben von der Situation gehört und schicken einen Trupp ihrer besten Ritter, wenn die Zeit der Schlacht gekommen ist. Wie steht es um meine regulären Truppen? Der Marschall schüttelt zum Kopf, zu grün und zu wenige. Wenn sie jetzt gegen Fürst Gadbin antreten, werden die Verluste sehr hoch sein. Ein Sieg ist allerdings möglich. Wir müssen erfahrenere Truppen rekrutieren. Ich kenne ein paar Veteranenkompanien, die bereit wären, für etwas Gold an unserer Seite zu kämpfen. Ich denke, 10.000 Kupfer sollten die Kosten decken.
Ja, dann holen wir uns das mal. Deine Augen weiten sich, es wird vollbracht werden. Wie stehen denn so meine Truppen? So gut es unter den Umständen eben geht, dank ihrer Bereitschaft, Geld zu investieren, dürften wir auch einige erfahrene Krieger anlocken. Sie wissen, wie man kämpft und sie können helfen, die Moral zu heben. Welche besonderen Verbündeten stehen mir zur Verfügung? Die Schmelzsickelritterfähren stärken ihre Infanterie. Das ist im Augenblick alles. Nun gut, dann leben Sie erstmal wohl. Oh. Neue Quest. Okay. Rückkehr an den Hof ist abgeschlossen. Fürs Gutbit hat es noch nicht aufgegeben, mir Ketnur wegnehmen zu wollen. Er hat versucht, mich töten zu lassen. Hat in den Land um Ketnur herum Unruhen angezettelt und versammelt er eine eigene Armee gegen mich. Ja, die Schlacht im Fell. Auf dem Jenwaldfeld. Fürs Gutbit versammelt eine Armee von Söldnern, um ihr Ketnur gewaltsam zu entreißen. Ich muss selbst auch eine Armee ausheben, um ihn aufzuhalten. Um fürs Gutbins Truppen zu bekämpfen, brauche ich eine eigene Armee. Marshall Forwind hilft mir bei der Logistik. Wir koordinieren alles von der Herrenhelle auf Ketnua aus. Er wartet dort, bis ich meine Armee befehle, zum Jenwaldfeld zu marschieren. Meine Verbündeten bei den Schmelztiegel Ritter werden einige erfahrensten Ritter schicken, um meine Infanterie zu unterstützen. Falls ich bis zum Beginn der Schlacht weiter in ihrer Gunst stehe. Ja, das habe ich eigentlich vor. I'm here. Oh, Edea hat uns was zu sagen. Da sollten wir auch gleich mit Edea reden. Aber erst mal in unsere Truhe gucken. Oh, da liegt viel Geld. Schön. Verkaufen sollten wir Hello? auch mal. So, zeig mir deine Waren. Wie immer können wir Zeug, was wir so doppelt haben, oder was einfach gewöhnlich ist, verkaufen. So, Zauberbücher behalten wir. Ein gutes Schwert kann weg. Sonst haben wir. Ah, der gute Streitflegel kann auch weg. Wir haben hier zwei bessere. Alles andere ist okay so. Hier können die gewöhnlichen Sachen weg. Ein paar Lederrüstungen. Schmelztiegelplattenpanzer. Lederrüstungen können weg. Hier kann auch das ganze gewöhnliche Zeug weg. So, die zerschmetterten Animatenrüstungen können weg. Zutaten wollen wir nicht verkaufen. Handeln. Wir haben wieder etwas mehr Geld. I'm here. So, in der wir Say mit what uns you want reden. about dear Woodens. They haven't met the problem yet that they couldn't solve by killing some scapegoats. Man kann ja über die Dürrwälder sagen, was man will, aber Probleme, die man nicht durch die Tötung einiger Sündenböcke aus der Welt schaffen könnte, haben sie noch nicht erlebt. Er grinst nichtssagend. Man kämpft für Leute, wenn man dort etwas sieht, dass es sich zu verteidigen lohnt. Das ist noch mehr der Fall, weil jemand, dem man vertraut, derselben Ansicht ist. Dann aber wendet man sich ab und tut etwas wie das hier und auf einmal ist die Person, die dich dazu brachte, ihnen zu helfen zu wollen, verschwunden. Sie tun, was ihrer Meinung nach im Sinne der Götter ist. Ohne Führung hören die Leute nie auf zu enttäuschen. Trotzdem, du hast eigentlich nur für sie alle gekämpft. Du hast eigentlich nicht für sie alle gekämpft. Nehmen wir mal das Erste. Es ist ja schön, dass sie es gut meinen, aber wie kann es denn sein, dass organisierter Massenmord ihr bester Lösungsansatz ist? Obwohl, wenn man genauer darüber nachdenkt, so folgen sie doch eigentlich nur Weidwinds Beispiel. Lange bevor der Dürrwald auf diese Idee kam, führte er schon Säuberungen gegen die eigenen Leute durch. Wenn auch deshalb, weil sie ihm als Eutasier nicht gut genug waren. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal die Gastfreundschaft zu Hause vermissen würde. Ja, Idee. I'm here.
So. Was machen wir jetzt als nächstes, ist die gute Frage. Also ja, eigentlich in Richtung Zwillingsulm reisen. So wie ich es verstanden habe, wird es noch ein paar Wochen dauern, bis Fürst Gadbin meine Burg angreifen will. Looks a little healthier than before. Allerdings will ich jetzt erstmal die Försterhütte mir ansehen. So, gib mal Speed drauf. So, unsere Försterhütte sieht schon mal recht ansehnlich aus. Wie gesagt, als letztes kommen wirklich die Gebäude in der Burg. Kommst du wegen der Kopfgelder? Nein, erstmal komme ich, um dir dein Obst wegzunehmen. Dieses Feldtagebuch enthält Skizzen von Admets Wirt, Dirwurz und anderen gewöhnlichen I'm here. Pflanzen. Dem Skuldirkopf fehlen ein Glasauge und mehrere Zähne. Hail, traveler. Dieser alte Mann zieht an seiner Pfeife und nickt dir zu. Dieser graue alte Mann. Habe mich schon gefragt, wenn du vorbeikommen würdest. Die Gestandenen hier haben in letzter Zeit mehr Ärger, als sie verdienen. Ich stecke bis mal den Kopfgeld angeboten. Ich dachte zumindest, eines davon könnte für jemanden mit deinen Fähigkeiten interessant sein. Was gibt es für neue Kopfgelder? Nein, ich sollte dich warnen. Es gibt einen Grund, warum diese Aufträge noch unerfüllt sind. Das sind zähe Dreckskerle, jeder einzelne von ihnen. Wenn du dich der Sache noch nicht gewachsen fühlst, dann komm einfach wieder, wenn du besser vorbereitet bist. Bis dahin haben wir hier ein paar leichtere Fälle. Der gerissene Zirndel wird natürlich immer noch gesucht. Da gibt es den Waldlaurer, der die Handelswege unsicher macht. Und diesen Ogerschaman, der dürfte einen guten Preis bringen. Und zu guter Letzt, ah ja, Kriegshäuptling Iklak. Ich will mehr über den gerissenen Zirndel wissen. Dieses Kopfgeld kommt aus dem weit entfernten Neu-Heoma. Der gerissene Zirndel und einige seiner Komplizen sind dort aus dem Gefängnis entkommen und haben auf der Flucht zwei Justiziare getötet. Die Wachen brennen auf Rache. Ein Mann, der auf seine Beschreibung passt, wurde bei Markrans Grabelung gesehen. Er ist gut bewaffnet und er wird auch seine Freunde bei sich haben. Was weißt du über den Waldlaurer? Mal sehen, angeblich hat sich ein großer Waldlaurer in den Schwarzauen niedergelassen. Gleich neben der Hauptstraße. Die Kaufleute nennen ihn den Bewohner und sie wollen ihn loswerden, ehe er anfängt, ihre Karawanen zu zerstören. Ich schnapp mir den Oger. Eis macht immer wieder die Runde. Nalrand der Weise, ein Ogerschaman oder etwas in der Art. Angeblich soll er ein halbes Dutzend Höfe im ganzen Dürrwald geplündert haben. Er soll sich irgendwo in Ulmküste versteckt haben, aber niemand, der aufbrach, um ihn zu suchen, ward je wieder gesehen. Was weißt du über den Kriegshäuptling? Kriegshäuptling Iklak, er ist ein Zauri, falls du das noch nicht am Namen erkannt hast. Er hält sich nicht an einem Ort auf, aber er kehrt immer wieder ins Talholz zurück. Die Leute wollen, dass man sich um ihn kümmert, bevor er sich mit einem Drachen anfreundet. Okay, Kopfgelder. Meine ersten Kopfgelder. Warten wir mal, bis alle durch sind. Letztes Kopfgeld. Kriegshäuptling Iklak. Und ja, wir sind bald Stufe 10. Brauchen keine 1000 Erfahrungspunkte mehr, jedenfalls ich nicht. Okay, Kana auch nicht. Sagani braucht ein paar mehr. Dovins braucht viel, viel mehr. Alof geht so. Aber ja. Gucken wir mal. Gerissener Zirndel ist Markrans Gabelung. Den kenne ich sogar noch. Der ist ziemlich hart. Talholz, der Xaure.
Schwarzaut ist auch klar. Ulmenküste. Also ja, Talholz ist hier oben. Perlholzklippe. Wo ist die Ulmenküste? Das fällt mir jetzt gerade. Weißmark ist hier. Ulmenküste müsste, glaube ich, hier unten sein. Hier. Aber sicher bin ich mir da jetzt gerade auch nicht. Ah ja. Wer war nochmal an der Ulmenküste? Der Bewohner? Nein, der war in den Schwarzau. Ach, der Oger war an der Ulmenküste, ja.